Es ist nicht wichtig, wie alt man wird, sondern wie man alt wird. Das Rosenium Jandelsbrunn ist ein kleines Haus für 23 Bewohnerinnen und Bewohner. Hier bieten wir für Rüstige, aber auch für Pflegebedürftige eine Heimat. Unser Versorgungsspektrum reicht vom Pflegegrad 1 bis Pflegegrad 5 und auch Kurzzeitpflege kann jederzeit in Anspruch genommen werden, bis zu 25 Tage im Jahr. Wir haben ein ganz gutes Team. Wir können uns auch gegenseitig auf jeden verlassen. Ich habe meine Mutter hier untergebracht, weil meine Mutter dement ist und sie eine 24-Stunden-Betreuung braucht. Und was mich an diesem Pflegeheim hier so fasziniert, ist, dass es ist wie eine Wohngemeinschaft. Wir werden hier bestens versorgt. Wo Hilfe gebraucht wird, ist immer jemand da. Da springt einer für den anderen ein. Es ist alles familiär. Da wird auch Spaß gemacht. Da fühlen wir uns rundum wohl. Wir haben den Hafer Leiter, die ich kenne. Geht dir aber eine Lust dazu. Wir haben sogar einen kleinen Stammtisch und da finden sie Frauen und Männer zusammen und die trinken heute ein kleines Bierchen. Wir helfen den Angehörigen auch bei der Ausfüllung von Formularen. Das sind Dinge, da beschäftigt man sich ja zuerst auch nicht und dann ist es auf einmal soweit, die Mutter wird pflegebedürftig. Die Ausflüge, die sind aber sehr schön. In Breitenberg waren wir einmal und nach Rechnau waren wir. Schifffahrten, Ausflüge auch in andere Häuser, Theaterbesuche, der Besuch vom Frauenbund und vom Kindergarten. Oder dass die Bewohner zu der Schwester Kathi mit heimfahren, die haben so einen kleinen Bauernhof. Genau, da sind wir da raufgefahren. Ja, einfach wie eine große Familie.